herzlich willkommen zurück bei Lärm für Cobra 11. Und momentan sieht der Lärm so aus, dass ich hier diese komische Limousine in irgendeiner Form eskortieren muss. Und der Abstand irgendwie ständig zu klein ist und ich nicht weiß, wo wir langfahren. Und teilweise der Wagen vor mir zu langsam ist und auch selbst zu nah dran ist. Oh, jetzt ist wieder Abstand zu groß. Jetzt kommt schon. Wo ist die verdammte Limousine, wenn die nicht fährt? Oh, Alter, was das für ein Krampf ist hier. Ich spiele das hier, glaube ich, gerade zum 10. Mal. Ich muss irgendwie immer einen Abstand halten, bestimmten Abstand halten von der Limousine zwischen 20 und 100 Metern, weiß aber nicht, wo es lang geht. Und jetzt zum Beispiel kommt der Wagen so nah ran, die Limousine, dass ich mit dem anderen Polizeiwagen gleich auffahren muss. Und wenn der jetzt abbiegt, dann fährt er in mich rein. Aber so weit, glaube ich, war ich noch nie. Oh, es ist so schön. Endlich fahre ich Hand in Hand mit meinen Kollegen. Vielleicht soll ich lieber anstupsen, nur so aus Spaß. Ja, natürlich. Was zur Hölle? Willst du mich eigentlich verarschen oder was? Was weiß ich denn, wie man da lang fährt? Voll das Chaos. Die Kollegen werden uns hassen. Ach, den gebe ich morgen Donut aus und dann ist auch wieder gut. So, jetzt bloß nicht zu nah an die Limousine rankommen, sonst ist gleich wieder die Mission gescheitert. Die scheitert nämlich sofort. So, komm schon. Wo müssen wir lang? Da lang. Oh, Entschuldigung, dass ich angekratzt habe. Wenn die mir wenigstens sagen würden, wo wir hinfahren, dann könnte ich ja auch vorausfahren. Dann wäre das ja auch alles gar kein Problem. Dann würde ich jetzt mit diesen grenzdebilen Kollegen, die hier vor mir herfahren und nicht wissen, dass sie mir so ein bisschen Abstand geben müssen. Ich dränge die jetzt einfach gleich ab. So sieht's aus. Aber lustig ist, dass die Limousine irgendwie nur auf den Kollegenwagen hört. Wenn ich den abdränge, dann bleibt die Limousine stehen. So, aber so ist ja total angenehm zu fahren, wenn wir jetzt immer einfach nur geradeaus fahren. Wo fährt er denn hin? Hier ist gut, oder was? Ich hab Heimweh. Komm, lass uns zum Revier fahren. Du bist doch schon ein großer Polizist. Ich will aber... Na gut. Den Dialog kannte ich schon. Schlecht! Sowas darf man nicht wiederholen. Zumindest nicht sofort. Ey, sag mal, siehst du nicht, dass ich hier einen Einsatz habe? Oh, die verdammte Ambulanz ist auch noch da. So, das hätten wir. Schluss für heute. Wir wollten doch eigentlich Frühstück holen. Ja, stimmt. War irgendwie keine Zeit für. Oh, ich brauche jetzt ein Steak. Was ist passiert? Hilfe! Eigentlich auch mal ganz witzig so. Das ist also der Kamerabutton. So, einmal schön nach Ehrenfeld. Ich kann ja immer noch nicht Köln erkennen hier, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ein schöner Luftballon fliegt hier durchs Bild. Oh, war das ein teures Auto? Wir haben nur 1% Schaden verursacht bisher. Ich mag diese Ansicht irgendwie lieber. Ich komme damit besser klar. Außerdem kann ich dann immer lesen, was ich bin. Potzilei. Steht ja da. Was? Ich bin doch kein Legastheniker. Oder ein Dyslexiker. Dyslexie und Legasthenie sind zwei Sachen, die relativ unangenehm sind. Ich meine, die sind jetzt nicht wirklich schlimm oder so, glaube ich. Also es gibt schlimmere Sachen als Probleme, die man haben kann. Aber trotzdem sind die, glaube ich, gar nicht so einfach manchmal im Alltag zu bewerkstelligen. Ich kenne jemanden, der Dyslexie hat und die tut sich echt schwer, Sachen zu lernen. Und das ist eher doch irgendwie schade und unangenehm. Hey, 5 Sterne! So sieht's aus. Potzilei hat zugeschlagen. So, hoffentlich komme ich nie wieder in die Bedrulle, eine Eskorte fahren zu müssen. Die mag ich nämlich gar nicht. So, 4 Fälle in Arbeit, 6 davon gelöst. Aha. Wir kommen zu Tag 2. Guckt euch das an. Die Autonomen. Alle Zecken müssen weg. Das weiß, das ist doch Grundsatzwissen von der Polizei. Autonomen dürfen nicht sein. Ben, Semir, kommen Sie bitte kurz in mein Büro.
Unsere Chefin klingt dort irgendwie streng. Ab heute wird auch die Autobahnpolizei in Bereitschaft versetzt, um den Ablauf der Wirtschaftskonferenz zu sichern. Die örtliche Polizei hat zwar Protestaktionen und Demos eingeplant, es hat sich aber inzwischen herausgestellt, dass wohl deutlich mehr Konferenzgegner als erwartet kommen. Wie können wir ohne Vorbereitung eingebunden werden? Es gibt vermehrt Hinweise, dass sich in der ganzen Stadt Autonome versammeln. Jetzt schon? Die Weltwirtschaftskonferenz ist doch erst in ein paar Tagen. Noch ist es zu keinen Ausschreitungen gekommen, aber wir sollten vorsorgen. Fahren Sie in Frage kommende Gebiete ab und protokollieren Sie, wo sich die Autonomen aufhalten. Alle Streifenwagen haben diese Anweisung. Die Daten werden gesammelt, um festzustellen, inwieweit die polizeilichen Maßnahmen verstärkt werden müssen. Geht klar. Jetzt bin ich aber gespannt, wie die Autonomen dargestellt werden. Ob das wirklich mal Personen sind oder ob die auch alle schwarze BMWs fahren. Vermummte schwarze BMWs. BMWs mit Kopftüchern und Sonnenbrillen und Schlagstöcken an der Seite. So. Die Autonomen gegen die Weltwirtschaftskrise. Ich würde ja fast schon sympathisieren mit denen. Aber als Potzelei kann ich mir das natürlich nicht erlauben. Insofern sieht man mal wieder, wie wenig ein Computerspiel mit der Wirklichkeit zu tun hat. Naja, vielleicht doch. Also nein, ich bin natürlich überhaupt nicht für den schwarzen Block insofern, dass ich es nicht gut finde, gewaltbereit in irgendeiner Weise zu sein. Auch nicht im Dienste von Toleranz. So, hier sind schon mal Autonome. Wuss. Ich habe gar keine Autonomen gesehen. Wenn ich jetzt Zeit hätte und nicht schon wieder einen Stern abgezogen bekäme, das muss ich mir, glaube ich, selbst noch mal im Video angucken. Die Autonomen habe ich nicht gesehen. Oder ist es so, wie tatsächlich bei der Polizei, man sieht drei schwarz gekleidete Personen am Straßenrand und sofort ist das eine riesige autonome Demonstration. Das könnte natürlich auch sein. Ich bin eigentlich nur ein einziges Mal, das habe ich auch schon mal erzählt in einem anderen LP, zwischen die Fronten geraten. Tatsächlich zwischen Polizei und schwarzen Block. Da ging es auch ganz schön her. Hinter uns die Wasserwerfer. Das war eine Demonstration gegen Pro Köln. Das ist eine rechtspopulistische Partei hier in Köln leider. Und die Autonomen, der schwarze Block, der war auch da. Und das Ganze fand am Heumarkt statt und da ging es richtig hin und her. Da gab es auch ein Video tatsächlich mal im Internet, hat irgendjemand mit Handy aufgenommen, von einer Wohnung, die da in der Ecke war. Das war ganz witzig, weil man dann halt das ganze Ding einmal so mitbekommen hatte. Real. Hier haben sich die Autonomen einen schönen Platz ausgesucht. Die Autonomen kommen hier mit Campingwagen und Zelt an. Da muss ich jetzt aber doch mal ein bisschen lachen. Wuhu! Den habe ich nicht gesehen, den Ford Kia hier. Ach, was weiß ich denn? Kennt mich doch nicht aus mit diesen Kutschen. Ich kenne mit Autos überhaupt nicht so gut aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und mit Autonomen anscheinend auch nicht, denn ich habe noch nie Campingwagen auf einem öffentlichen Platz gesehen, wo die Autonomen gecampt haben. Das ist mir neu. Aber wer weiß, vielleicht könnt ihr mich ja aufklären in den Kommentaren, wenn ihr auch zu den Autonomen gehört und auch einen Campingwagen habt, mit dem ihr mal zum Einsatz fahrt. Vielleicht ist das so bei, Noch ein Lager. Sieht friedlich aus. Ich habe schon wieder kein Lager gesehen, aber ich schaue auch zu sehr auf die Straße, damit ich nichts umfahren kann. Ich bräuchte einen Beifahrer. Im Computerspiel habe ich natürlich einen, aber ja nicht in Wirklichkeit. Aber ihr seid meine Beifahrer. Ihr könnt mir ja dann in die Kommentare schreiben, ob das stimmt, was die beiden hier sagen. Ja, es wird schon stimmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht stimmt. So, patrouillieren. Da, jetzt sehe ich sie nochmal hier. Die kleinen Gärtner. Mann, wo die überall herkommen. Dass sie nicht gleich mit Steinen beworfen werden. Obwohl wir mit so einem auffälligen Potzeleiwagen da vorbeifahren. Ach, guck an. Der Zombie. Was macht der denn? Das kenne ich noch gar nicht, das Spiel. Da muss ich auch mal reingucken. Was der Zombie spielt, will ich auch spielen. Die Gegend ist ruhig. Ja, diese hier ist tatsächlich ruhig. Hier sind keine Autonomen dabei. Gucken wir doch mal zu den... Oh,
Ich sehe schon, wir müssten eigentlich viel schneller fahren. Aber ich mag es mir ja auch irgendwie so ein bisschen Zeit zu lassen. Ich finde ich ja auch gut und so ein bisschen die Umgebung mal anzugucken. Außerdem will ich die Autonomen sehen. Fast wie im Zoo. Alter, aber dass ich mir jetzt so viel Zeit gelassen habe, das war mir jetzt auch nicht bewusst. Oh. Siehst du? Kaum beeilt man sich. Schon passiert sowas. Das will doch keiner. Nicht mal die Autonomen. Ich glaube, ich muss noch sehr viel fahren und habe eigentlich gar keine Zeit mehr. Und irgendwann ist es ja dann auch vorbei. Ah, die kommen mir hier schon wieder zu nahe. Haben wir genug? Denke schon. Lass uns die Daten abliefern. Oh ja. Die Musik finde ich ja gut. Da sitze ich mal headbangend in meinem Polizeiwagen. So, und nun? Verdammt, was war das denn? Einer der Wagen, der gerade an uns vorbei ist, hat was aus dem Fenster geworfen. Bei der Entzündung kann es keine Zigarette gewesen sein. Nee, ich tippe auf eine Brandbombe. Na, die Jungs ziehen wir mal ganz schnell aus dem Verkehr. Von wegen. Eigentlich müssten wir den Leuten helfen, die da gekämpft haben. Aber wir sind ja Polizei, wir lassen mal das schön. So. Replay! Action Cam! Juhu! Michael Bay! So, wo fährt er lang? Er kommt hier wieder. Nix da, du Vogel. Guck mal, da sitzen die auch zwei, die zwei drin. Position halten. Mach ich doch. Haben wir gekriegt. Zentrale für Cobra 11? Wo brennt es? Hier, wir haben Autonome gestoppt, die Brandsitze aus dem Wagen geworfen haben. Schickt ein paar Wagen, um sie abzuholen. Sind gleich unterwegs. Meine Güte, wenn die Typen so weitermachen, das wird noch eine lustige Konferenz. Ja, die hätten sie besser auf irgendeinem Pazifik-Atoll veranstaltet. Was für militante Sachen. Gegner zerstört 1 von 9? Gegner beschossen? 0. Wieso denn 1 von 9? Gegner ausgebremst? 1 von 6. Gegner zerstört? Sind die Autonomen jetzt die Gegner, die wir hätten jetzt umfahren müssen oder was? Alter, ich raff manchmal dieses Spiel nicht. Aber das gehört sich eben so für ein Trash-Game, dass man nicht immer alles versteht. Ich finde das Spiel eigentlich von der Grafik und von der Fahrphysik hier gar nicht mal so schlecht, aber die Anweisungen, die sind manchmal schon sehr merkwürdig. Na, warte mal, Streife fahren will ich nicht. Ich will Fälle lösen. Frühstück mit Charlie. Komm, wir fahren jetzt mal mit einem normalen Wagen. Mal zur Abwechslung, weil wir zu Charlie fahren. Charlie klingt ja fast wie Privatperson. So, Einsatzleitung. Sieh mir, Ben, Sie wollten mich sprechen? Ja, Chefin, gestern haben wir Infos bekommen, dass in der Tuner-Szene zwei Typen aufgekreuzt sind, die nicht sauber sind. Sieh mir, das klingt mir etwas vage. Details? Die zwei Typen tragen Waffen bei sich und verhalten sich nicht wie alle anderen Tuner. Die Namen haben wir gecheckt, kein Eintrag. Aber der Waffenbesitz ist nicht gemeldet. Keine Temposünden, noch nicht mal falsch geparkt. Aber ihre Meldeadressen haben sich in den letzten 2 Wochen 4-mal geändert. Und Sie sehen hier Handlungsbedarf? Ja, Chefin, weil ich auch unserer Quelle vertraue. Ich weiß ja nicht, wer Ihre Quelle ist, aber im Moment sehe ich nicht mehr als eine Anzeige wegen illegalen Waffenbesitzes. Wie ist Ihre Meinung, Ben? Ich stimme mit Sie mir überein. Und es geht sicher um mehr als den Waffenbesitz. Angenommen, Ihre Ahnung stimmt. Haben Sie auch schon einen Plan? Ja, wir werden Mitglied im Tuner-Club und sehen uns dort um. Unser alter Freund Hartmut von der KTU hat mal ausgemusterte Dienstwagen aufgemotzt. Die Wagen stellt uns zur Verfügung. Das streichelt sein Tuner-Ego. Meinetwegen, aber ich möchte, dass Sie andere Fälle vorrangig bearbeiten, die eindeutig in unser Aufgabengebiet fallen. Chefin, das versteht sich doch von selbst. Genau, Frühstück machen wir immer. Das tun wir sowieso immer. Ha 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 ha.
Man einfach, ach nee, wir müssen ja in die andere Richtung. Du scheinst Mike ja wirklich zu vertrauen. Mike ist nicht so schräg, wie du denkst. Wie lange kennst du ihn schon? Mike ist eigentlich Polizeibeamter, hat aber schon vor einigen Jahren den Dienst quittiert. Es war ihm alles zu bürokratisch. Und dann hat er einen Dienstunfall, den er nie ganz weggesteckt hat. Mike war Polizist? Ja, er hätte unsere Laufbahn eingeschlagen. Im Grunde ist er auch ein ganz guter Typ. Hat halt ein bisschen Pech gehabt. Jetzt verstehe ich auch, dass du ihm vertraust. Ich dachte immer, es geht nur um seine Knöllchen. Seine Delikte lasse ich aus den Akten fallen, wenn ich mir damit keine Probleme einhandle. Wieso schreit der Ben eigentlich immer so? Das ist ja Wahnsinn. Auch wenn er funkt, dann schreit er so, als würde die Person 100 Meter weiter in der Pampa stehen. Den Funk hat man auch deshalb überhaupt erst erfunden, damit man nicht schreien muss. Ich fahre mal ein bisschen schneller. Und hupe. Hupen nie vergessen. Hey, 5 Sterne, weil wir nur 4% Schaden verursacht haben. Das war ein einfacher Einsatz. Wir würden gerne bei euch mitmachen. Können wir uns hier anmelden? Wir betreiben hier aber keine Schrauber-Workshops. Unser Club ist hauptsächlich ein Treffpunkt. Wir organisieren Rennen für Amateure auf offiziellen Rennstrecken. Wissen wir alles schon? Kennt ihr Leute, die Mitglied sind? Den Tipp haben wir von einem befreundeten Imbissbudenbesitzer, bei dem die Jungs oft rumhängen. Okay, dann füllt die Anmeldebögen aus und ich sag den Jungs Bescheid, die gerade da sind. Bescheid? Bei uns ist es Brauch, dass es ein Mitglied-Willkommen-Rennen gibt. Bescheid? Ein schöner Brauch. Wir sind schon in den Startlöchern. Alter Schwede. Bescheid? Jetzt müssen wir ein richtiges Rennen mal fahren. Und ich habe kein Lachgas, oder was? Ah nee, das muss ich erst aufladen wahrscheinlich. Sind schöne Wagen hier, schöne Autos. Leider müssen die alle kaputt gehen. Die 10% Schaden darf ich nur machen. Das ist ja nicht viel. Hätte ich jetzt gedacht, dass ich da mehr mit kaputt machen kann hier. Wie man das so gewohnt ist aus anderen Rennen, wie Flatout oder so, wo man den Gegner zerstören kann. Aber ich kann ihn wenigstens abdrängen so ein bisschen. So, also hier muss man doch fast schon simulationsmäßig Acht geben. Langsam um die Kurven fahren, sich nicht ausbremsen lassen und so weiter und so fort. Ich glaube, es färbt sich auch momentan immer diese Führungslinie rot, wenn ich zu schnell bin. So, aber es gibt kein Nitro hier, kein Lachgas. Das ist bei den Tunern verboten anscheinend. Huch. Was haben wir denn noch? 1 von 4 erst? Alter, das wird aber ein langes Rennen. Wenn das die erste Runde von 4 ist. Ich muss mich so ein bisschen an den Wagen hier gewöhnen. Aber das ist ja unser Tunerwagen, deshalb ist es auch überhaupt gar nicht relevant gewesen, welchen Wagen wir am Anfang ausgesucht haben. Jetzt verstehe ich das. So, jetzt sind wir an. Nein! Alter, diese Straßenlage, ich krieg eine Krise. Oh, zurück zur Strecke. Ja, ist ja gut. Aber vielleicht hier abkürzen? Nein. Ach komm schon, jetzt lass mich hier verdammt nochmal auf die Strecke. Alter, jetzt bin ich aber mal ganz hinten abgeschlagen. Simulationsmäßig, wie ich schon gesagt habe. Ich fahre übrigens mit einem Gamepad. Ich habe kein Steuerrad. Ich finde allerdings, dass die Straßenlage von diesem Wagen tatsächlich relativ anfällig ist. Also man kann nicht wirklich sliden oder sowas. Geht alles nicht. So, aber ich habe ja da Gott sei Dank noch ein paar Runden übrig, die ich hier fahren kann. Ich bin ja nicht so der Fan von Simulationsfahrweise.
weil es so anstrengend ist. Man muss sich so konzentrieren über so eine lange Zeit, weil so kleine Fehler, die machen da einem, hauen einen dann mal, bam, 5 Plätze nach hinten. Aber ich weiß natürlich, dass es viele Leute gibt, die genau das irgendwie interessant finden. So, ist das der, bin ich jetzt Dritter? Ja, ich bin Dritter. Gibt ja zum Glück nicht so wahnsinnig viele. Was haben wir denn? Immer noch 3%. Also das ist alles eigentlich safe. So, hau ab. Hier komme ich. Wenn ich jetzt die Alarmanlage hätte, dann würde ich mich zwar verraten, aber ich würde wenigstens das Rennen gewinnen. ich finde es immer strange, wenn Leute tatsächlich mit ihrem Privatfahrzeug zum Beispiel zum Nürburgring fahren und dort dann Rennen fahren und dann ihr Privatfahrzeug zu Schrott fahren. Weil, ich meine, die Gefahr ist ja durchaus gegeben. Alter, das gibt's doch nicht! Willst du mich verarschen? So habe ich doch nicht gelenkt. Und das Spiel auch absichtlich. Diesmal habe ich es aber schneller wieder an. What the fuck? Den bringe ich um. Ich bringe ihn um. Und seine ganze Familie. Der Pferdekopf ist schon reserviert. So ein Wichser. Dann muss ich mich aber doch dann irgendwie mal beeilen allmählich. Ah, diese Straßenlage vor dem Scheißwagen. Ich will meinen Ford Ka zurück. Der lag besser auf der Straße als das Trumm hier. Auf jeden Fall hört man das immer wieder, dass Leute also mit ihrem Privatwagen, den sie sich mühselig erspart haben, endlich mal auf den Nürburgring wollen, um mal richtig Gas zu geben und Brumm Brumm zu machen. Und dann macht's statt Brumm Brumm Peng Peng und dann fließen Tränen. Echte Männertränen. So, jetzt lass mich hier vorbei, Alter. What the fuck? Was ist passiert? Was? Was? Ich fass es nicht. Was zur Hölle ist passiert? Der scheiß Bildschirm ist schwarz. Das ist kein Effekt oder so, den ich hinzugefügt habe, sondern der Bildschirm wird einfach mittendrin schwarz. Ich fass es nicht. Ende der Folge.